Vielleicht kann er mit der Ente auch spielen, wer weiß. Oh nein, scheiße, stimmt ja. Oh, jetzt muss er zur Arbeit. Jetzt muss er aber zu Arbeit. Und zwar ganz schnell. So. Ja. So, beeil dich, Martin. Du musst jetzt nämlich zur Arbeit. Er hupt noch einmal, beeil dich jetzt. Steig endlich raus. Mann, beständig manchmal, ey. So, der Meister nämlich, der Bürgermeister und Vizepräsident und generell der Chef von dieser Stadt muss ja pünktlich zur Arbeit erscheinen. Da ist schon wieder so eine... Angeekelt? Wegen Haufen Erbrochenem. Alter, seht doch mal, wie die Karre abgeht. Alter, die düsen ja einfach mal so richtig durch. Dürfen die das überhaupt? Normalerweise müsste jetzt eigentlich die Polizei kommen oder so. Aber scheiß drauf. Fahren wir erst einmal über 100 km/h einfach durch die Stadt und rennen wir einfach zweimal durchs Auto. Ja, das ist alles, das gehört alles einfach zur Arbeit dazu. Basis einfach. Aber wie schön hier auch. Oh. Schade, warte. Mann, dass die Musik ausgeht, wenn man auf Pause geht. Naja, wie bei einer kniffligen chemischen Formel ist es dir mit genau dem richtigen Anteil Wasserstoff und gutem Zureden gelungen, die Wissenschaftler wieder zu beruhigen und zur Arbeit anzuhalten. Genau, das letzte Mal waren wir ja da oben. Wissenschaftlichen Institut, genau, wo wir auch unsere beste Freundin getroffen haben. Der Vorstand ist sehr zufrieden mit deinem Verhandlungsgeschick. Du erhältst deinen Bonus und auch deine Jobleistung schnell in die Höhe. Geil. Na, jetzt X, Alter, hier. Das X ist so winzig geworden. Martin ist sehr ehrgeizig und daher wird er auch schneller befördert als andere Sims. Ja, das wissen wir doch, dass er ehrgeizig ist. Dafür haben wir ihn ja auch gemacht. So, aber ein schöner Tag. Jetzt hat wieder aufgehört zu hageln und so, ne? Jetzt ist wieder ein wunderschöner Herbsttag. So. Okay, also, er ist auf Arbeit. Kann jetzt noch irgendeine anderen Sachen machen? Ne. Aber Meetings abhalten, aber komm. Er arbeitet einfach ganz normal. Boah. Firmenchef. Die Mutter schläft noch, Lukas schläft und sie schläft auch. Alle schlafen im Grunde. Okay, dann einfach... Einfach vorspulen, beziehungsweise... Wir sind da dabei einfach beim Vater und horchen einfach mal, was es so in der Arbeit zu besprechen gibt. So Hintergrundgeräusche halt. Kann man eigentlich so reinschauen auch? Ja, viel erkennen kann ich nicht, nur in der Rezeption davor irgendwie und dass es dann in diese Räume geht. Und so typische Bürozimmer. Ja, genauso mit Fernsehen und Bücherregal und so weiter. Alter, voll das IKEA-Bücherregal voll geklaut. Und die ganzen YouTuber und so. Okay, aber es ist immer nur das gleiche. Es sind einfach nur Texturen. Aber schade, dass man nicht reingucken kann. Was der gerade macht, ne? Boah. So, ich entschuldige mich nochmals für das Gähnen, fürs Husten und fürs alles. Es ist halt immer einfach ein bisschen schwierig jetzt zur Zeit. Wenn man krank ist, dann kann man natürlich auch nicht super moderieren und dann, ja. Ist das hier der Postmann, der eigentlich sonst auch immer wegläuft? Ja, tatsächlich, das ist der Franzl Bürdas. Wie sieht denn der Trottel überhaupt aus? Zäh. City View Building 2. Hier gibt es echt schöne Wolkenkratzer, ne? Also so Wohnblöcke halt. Eben hier ist wieder eine U-Bahn. Er rennt vorbei. Jetzt
Jetzt rennt er da. Vielleicht wohnt er ja da unten. Moment mal, das will ich aber jetzt sehen. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade unterbreche, aber wenn sonst nichts Spannendes passiert, dann hier. Und jetzt? Jetzt geht er wieder. Willst du mich verarschen? Ich glaube, der will uns echt extra verarschen, weil er weiß, dass wir ihn beobachten. Jetzt ist er so lange gelaufen und jetzt nimmt er die Karre. Was? Hat der einen Knall? Moment, 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 Moment. Nein, nicht so schnell, nicht so schnell. Wo ist er jetzt hingefahren? Hier? Ach scheiße, ich habe ihn verloren. Zu schnell gefahren ist. Ich bin nicht mehr rechtzeitig mitgekommen. Ah, scheiß drauf. Die Kaffeepause von Martin Williams endet in einem äußerst fruchtbaren Brainstorming über ein neues Produkt. Ja, ist einfach super, sage ich ja. So, Elena ist bereits schon auf und spielt im Haufen oder was? Ja, aber du darfst nicht so viel kaputt machen, weil sonst, Elena, weil sonst kannst du nämlich hier jetzt, ne? Also nach dem Duschen halt eben, kannst nachher du ein bisschen wieder hier haken. Bist du immer so sehr ordentlich? Oh ja, die wird sehr viel zum Haken haben. Hier nochmal beim Baum, dann hier ist nochmal frisch runtergefallen. Hier beim riesigen Baum. Die Meisterarbeit. Hier auch nochmal zwei Bäume. Und hier auch nochmal ein Baum. Am Veranstaltungsort als für die Party Minilagerhaus beginnt ein Simfest. Gut zu wissen. Ein Spiel mit Lukas spielen. Wäsche, Wäsche, ja, ja, ja. Wah. So, was macht der Lukas? Der schläft immer noch. Oh. Der imaginäre Freund hat ihn also aufgeweckt, oder was? Lass mich in Ruhe. Oh. Ach, okay, und jetzt verwandelt er sich dann einfach wieder zurück. Entschuldigen. Oh. Hier ist die Mama, die aufräumt, Wäsche. Ach, jetzt wird alles viel lebendiger, nachdem er jetzt endlich ein Kind ist. Gefällt mir voll. Alter, und er verdient schon 1500 Simoleons am Tag, Alter. Der ist ja recht reich, der Vater. Das glaubst du ja gar nicht. Oh, der ist müde, okay. Natürlich, von seiner Arbeit wird er ja natürlich schnell... Alter. Der Hund zieht ab. Wohl eher der Beifahrer. Also der Fahrer ist ja nicht der, Martin, aber trotzdem. Der drückt einfach voll aufs Gaspedal. Dass der überhaupt noch rechtzeitig einbiegen kann, ist mir ein Rätsel. Grünes Auto. Echt nice. Die Katze. Eww. Was wegen Erbrochenem, gell? Hier ist irgendwas erbrochen. Oh ja, stimmt. Katze hat hier gebrochen, weil sie wahrscheinlich schon so hungrig ist. Oh. Weißt du was? Also er muss sowieso schlafen gehen. Aber vielleicht hat er jetzt dann wirklich der Elena mal Zeit. Oh, sie kocht hier weiter, ne? Oh, Lukas ist dabei, ein Geburtstagskuchen, sein Geburtstagskuchen zu essen, wahrscheinlich auch von seiner Schwester. Mmm, lecker, lecker, lecker. Hopsi vorsingen. Ey, du wirst doch schon schön aufräumen. Und sie hat jetzt hier wirklich Sushi gemacht, ne? Lachs-Sushi-Rollen. Boah, lecker. Oh. Mann, du bist so gemein. Ich will jetzt auch gerne Lachs-Sushi haben. Warum hat der gerade gelacht? Juhu, ich habe aufgeräumt oder so. So.
Jetzt, Lukas, du. Angreifenden Piraten abwehren. Boah, ja, cool. Jetzt ist ja draußen schön, ne? Jetzt kann er ja draußen im Baumhaus spielen. Cool, jetzt gehe ich einmal mit ihm mit. Einfach mal so aus Prinzip. Und hier könnte man da gleichzeitig auch Musik machen, Alter. So, raufklettern. Jetzt ist er oben. Kann ich ihn irgendwo sehen? Ach, da! Ja, das ist ja perfekte Aussicht. Wenn nicht unbedingt dieser blöde Ast hier genau im Weg wäre. Also ich würde den einfach absägen. Ja, aber das ist ja voll nice, wenn er in Wirklichkeit hier eigentlich immer rausschaut, hat er hier die perfekte Aussicht eigentlich zur Stadt, wenn nicht so viele Bäume, wie gesagt, hier überall wären. Hier können wir überhaupt nicht haken, außerdem brauchen wir auch nicht, das ist nicht unser Grundstück, deswegen ist es nicht gegangen. Es geht nur auf seinen eigenen, auf seinen eigenen Grundstück. Er schläft bis Mitternacht, okay. Er will in die Diskothek gehen, Alter. Und sie will auch Fähigkeit angeln lernen, aber komm, das lass. Im Meer schwimmen. Oh, er will unbedingt im Meer schwimmen, der Lukas. Oh, und sie hat sich gerade eingepisst. Mit Sarah kuscheln. Ja, aber hey. Moment mal. Wenn er jetzt eigentlich eher ein Kind ist, darf er dann eigentlich auch allein schon ans Meer und schwimmen gehen oder so? So eine Sachen halt eben. Würde mich schon gern interessieren. Alter, diese blöden Bäume sind im Weg. Ach ja, genau, ich brauche nur ein bisschen nach vorne. Geiler Blick, Lukas. Geiler, geiler Blick. Passt ja perfekt zu der Folge. Huch, jetzt ist er wieder verschwunden. Ah, er guckt auch hier raus, okay. Und das ist auch nice. Also diese Perspektive ist schon geil gemacht, ne? Das ist so wie in The Vanishing of Ethan Carter, so ähnlich halt eben. Das finde ich voll nice und hier ist die Mutter. Was macht denn mein Sohn oben am Baumhaus? Bestimmt wieder Unsinn treiben. Oh, 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 jetzt kommt die Mutter. Nee, sie... Nein, nicht daran spielen. Ich habe eigentlich gesagt, genau, siehst du, haken. Haken sollst. Was kann eigentlich er machen? Auch darin spielen oder wegwerfen, okay. Ah, muss jetzt das Handy klingeln. Rangehen. Wer ist denn da? Schon wieder diese scheiß Obdachlose. Ich habe einfach die Schnauze voll. Ich habe langsam eigentlich auch die Schnauze voll eigentlich, weil... Was soll das? Immer dieser blöde Obdachlose. Ich soll uns endlich in Ruhe lassen, oder wer das auch immer am Telefon ist die ganze Zeit. Aber ich tippe mal auf die Obdachlose, weil seit wir hier unten da irgendwo, ne, irgendwo bei diesem einen Pier waren, da war so eine Obdachlose und die hat uns dann jedes Mal immer angerufen. Weil die irgendwie unsere Nummer herausgefunden hat. Das war irgendwie voll strange. Und ist immer noch sehr strange und creepy. Geil, der hat sogar Licht oben, ja klar, so ein Service. Piraten, Wasserkippen auf. Eleanor Williams, das war doch cool. Zutritt für Mädchen verboten, ach wie geil. Nee, aber so,
gemein sind wir nicht, dass wir zu unseren Eltern, ne? So gemein sind. Deswegen werden wir einfach mal angreifende Piraten abwehren probieren. Und hier oben, also hier oben rutscht er dann wieder runter, oder wie? Okay. Eigentlich eh voll cool. Wow, alter Schwede, da geht's aber zur Sache, hä? Alter, geile Scheiße. Puff, puff, bum, bum, bum. Alter, wenn das echt so einen Krach macht da, na, dann müsste man ja das eigentlich ja überall hören. Das sind ja wie Schweizer Kracher, ja, Alter. Und das sieht auch wirklich so aus, wie wenn er echte Bomben losgehen lassen würde. Ist ja nice. Ich liebe das Baumhaus. Ich liebe es einfach. Und Sarah wieder ganz einsam. Mann, die tut mir echt leid. Einsam und stinkend. Mann, die ist echt voll arm, die Sarah, jedes Mal.